Heute ziehen wir uns unsere Handschuhe aus. Mein Name ist Jana, ich bin Tanzpädagogin, Burlesque-Künstlerin und Bauchtanzlehrerin. Und hier auf meinem YouTube-Kanal bekommst du von mir kleine Burlesque-Tanzvideos zum Mitmachen. Und im heutigen Video ziehen wir uns unsere Handschuhe aus. Es gibt diese Handschuhe wirklich in allen Farben und in allen Größen. Ich habe jetzt hier heute zum Beispiel meine langen Handschuhe angezogen. Ja, du kannst einfach mal schauen, bei größeren Online-Versandhäusern gibt es sie ganz günstig. Genau, und ja, ich ziehe mir jetzt, beziehungsweise ich tanze dir jetzt zuerst die kleine Tanzchoreografie vor. Dann erkläre ich sie dir Schritt für Schritt. Und anschließend tanzen wir sie beide nochmal gemeinsam. So, das ist die kleine Tanzkombination des heutigen Videos. Ich ziehe mir jetzt meine Handschuhe wieder an und dann erkläre ich sie dir Schritt für Schritt. Das Handschuhe anziehen dauert meistens etwas länger als das Handschuhe ausziehen. Und währenddessen ich mir hier die Handschuhe anziehe, kannst du mir ja gerne mal deine Videowünsche in die Kommentare schreiben. Also wenn du einen Wunsch hast, was ich hier gerne auf meinem Kanal einmal erklären soll, dann lass mich das gerne wissen in den Kommentaren. Okay, so. Und los geht's mit unserer kleinen Kombination. Und zwar starten wir mit einer Pose. Dafür stellst du dich elegant hin und nimmst deine Hände in die Hüfte. Und jetzt wackelst du 3-4 Mal mit deiner Hüfte und machst mit den Fingern diese Bewegung gleichzeitig. Also wackeln und diese Bewegung. Und ja, ich mache das hier 3 oder 4 Mal. Und du kannst es aber für dich so oft machen, wie es dir gefällt oder wie es zu deiner Musik passt. Anschließend nehmen wir nacheinander beide Arme nach oben. Das heißt Arm Nummer 1 und Arm Nummer 2. Halte diese Pose für 2 Sekunden. Ich mache dir das nochmal vor und erkläre nochmal ein bisschen was dazu. Wenn du deinen Arm nach oben nimmst, nimm ihn wirklich von unten an, den ganzen Weg nach oben. Also nicht hier irgendwie von der Mitte an, sondern mach deinen Arm schön lang, elegant. Nimm ihn nach oben, schau ihm dabei hinterher und lass deine Schultern unten. Ja, also wenn dein Arm oben ist, bleibt deine Schulter unten und nimmst sie hier nicht mit hoch zu den Ohren, sondern lass sie unten. Dasselbe mit dem anderen Arm. Wie gesagt, Pose halten für 2 Sekunden. Jetzt nimmst du deine Arme wieder runter. Das kannst du auch ganz genüsslich machen. Generell diese Tanzkombinationen, die ich dir hier zeige, mach sie wirklich ganz für dich. Also genieße es, genieße einfach mal die Zeit für dich. Ja, mach das wirklich ganz
genüsslich und versuche nicht daran zu denken, oh Gott, ich muss jetzt noch die und die Hausarbeiten erledigen oder ich sollte doch jetzt noch das und das. Vergiss das einfach mal, nimm dir wirklich für dich deine Zeit. Genau, jetzt hast du deine Arme wieder unten. Und jetzt machst du ein paar Schulterrollen. Also so ein paar Mal rollst du jetzt einfach mit deiner Schulter nach hinten, beziehungsweise mit beiden Schultern. Nicht beide Schultern so gleichzeitig, sondern machst das versetzt voneinander. Und dabei gehst du einfach ein paar Schritte. Eins, zwei, posen, lächeln, weiterlaufen, posen, lächeln. Und jetzt kommst du in die Mitte zurück. Generell, dass du dabei Spaß hast, ist das Wichtigste. Also denk nicht so sehr daran, wie sieht das Ganze jetzt von außen aus oder um Gottes Willen, sondern mach das einfach für dich. Genau. Und lächeln hilft dabei immer. Und jetzt ziehen wir unseren ersten Handschuh aus. Dafür präsentierst du ihn mit einer großen Bewegung vor deinem Körper. Nimmst die Hand vor deinen Körper, nicht so hoch und nicht so tief. Und ja, lass den Arm auch elegant. Also lass dir nicht so die Hand irgendwie so hängen, sondern achte darauf, dass das schön elegant aussieht, die Finger schön lang und gestreckt. Und jetzt ziehst du mit deiner anderen Hand Finger für Finger. So, und jetzt wechsle ich einmal ein bisschen die Pose, weil der Handschuh so lang ist, strecke ich jetzt hier den Arm und ziehe meinen Arm aus dem Handschuh heraus. Ja? Okay. So. Und damit der Handschuh jetzt hier nicht einfach so unkontrolliert herunterfällt, öffne ich jetzt im Handschuh die Finger. Ja? Damit hat man die Möglichkeit, so ein bisschen den Handschuh noch zu kontrollieren. Hier ein bisschen zu spielen. Und jetzt verabschiede dich von deinem Handschuh und wirf ihn weg. Wenn du ihn wegwirfst, wirf ihn wirklich weg. Ja, also dass du nicht hier noch irgendwie drauf trittst auf deinen Handschuh. Ja? Jetzt ziehen wir Handschuh Nummer 2 aus. Er ist hier schon oben und auch den präsentieren wir wieder, indem wir einmal drüber streicheln. Und auch hier ziehen wir jetzt wieder Finger für Finger. Eins, zwei, drei. Und ziehen den Handschuh aus. Öffne die Finger im Handschuh, um den Handschuh besser zu kontrollieren. Nimm ihn hier einmal mit der Hand, mit der du ihn gerade anhattest. Verabschiede dich vom Handschuh. Wirf ihn weg und Schlusspose. So, das ist unsere kleine Handschuhchoreografie. Und ja, jetzt ziehe ich mir nochmal die Handschuhe an und wir tanzen beide gemeinsam.